Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Estvenir. Heute machen wir wieder irgendeinen Müll, weil wir irgendwas machen. Ja, die 8 verlor Und am Stück um 0:24 Uhr. da spuckt mir das Dingsbums erstmal. Hey, leg nach Forschungslevel. Ich glaube, du solltest das sehr groß ausbauen. Aus der Höhle rausgeführt. Der Punkt muss eigentlich herauskommen, weil es eigentlich letzte Folge sein sollte. Sind da schon spontan entschieden, eine Doppelaufnahme. Ich glaube, da wird beim Lassen ist oder bei Doppelaufnahme. Ja, gut. Oder ich nehme eine Düse mit. Hier ist nämlich diese Stelle, wo diese zwei Schubdüsen sind. Eine davon mit. Ich will einen Rauber hier unten. Heute gibt's was ganz Neues bei uns. Ich frag mich, wie du es finden wirst. Ja, werde ich immer rausholen. Also nie. Ich sag's mal so. Will die Aufnahme vielleicht noch weitermachen, dann auf jeden Fall nicht. Ich sag's mal so, man kann etwas dran lagern. Bisschen. Die Tracer Blatt von die Stimmt. Nein, nein, was. Könnte ich jetzt nicht sagen, aber hat Platz. Das wäre eigentlich voll das gute Forschungsknödellager. Warte mal, ich trage das Forschungsdingsbums mal nach hier hinten. Weiß nicht, das Kabel. Aber der eine Millimeter, weißt du. Haben wir irgendwo noch einen Generator? Ja, da haben wir noch. Das ist der Fabrikator, aber scheiß drauf. Nach den letzten Standteils jetzt zu machen. Zu gucken. Aber sagen, die Schilddrüsen sind auch nicht so wirklich selten. Weil aber wie man alle voll damit nennen will. Das wird auch. Ja, das wird schwer. Und eine Stehpause wie ein Sturm in der Höhle. Diese Forschungsteile hüpfen da schon munter durch die Gegend da unten. Ich hoffe, dass der Sturm uns nur streift. Ich habe hier gerade schon ein bisschen was zu laufen. Spontan oder? Habe ich bisher so gemacht, weil man meistens sehr ganz gut meistens gewusst hat, wie man das nennen soll, in Hinsicht, das ist da passiert, so benenne ich die Folge, weißt du? Geht ja jetzt nicht mehr so gut. Und du verstehst, was ich meine? Passiert ja nicht so viel Unterschiedliches oder sowas, oder? Es ist ja im Endeffekt immer noch. Es gibt Stürme, man farmt, sowas halt. Nur der einen Person sieht man schon seit Ewigkeiten dein Tageslicht mehr. Ja, gut, bei dir kann man sagen, und. Ich hab voll die gute Idee für meine Folgen.
Skywalker bleibt für immer unter Tage Teil 1. Skywalker bleibt für immer unter Tage Teil 2. Nenne ich meine Folgen. Weil ich mal sozusagen meistens die Thumbnails dann noch mache, sozusagen, wo sie mache ich dann nachher nicht auch schon direkt die vollen Namen an sich. An sich in einer Datei halt. Die habe ich halt immer noch sozusagen, wo ich halt die Zeit der Wettbewerb ich das angefangen mit den vollen Namen Datei. Weil die Marathonaufnahmen ja war. Blödsinn, der Ende der Höhle? Ich hoffe mal ja. Mich würde interessieren, wie du das neue Forschungsknödellager findest. Natürlich liegen ja da vorne auch noch Verbindungen. Ich glaube, die liegen gleich nicht mehr da. Martin kommt niemals zurück, habe ich das Gefühl. Hab ich auch. Ich glaube schon, aber wenn ich keine Verbindungen habe, dann ja. Ja gut, da kommst du auch nicht zurück, das ist einfach nur die nächste Gemischquelle. Habe ich nämlich einer in der Nähe. Alter. Sollen wir den nach unten erkunden? Gibt es das eigentlich auch wirklich oder keine Ahnung. Ob es wirklich einen Mittelpunkt der Erde hier gibt, den man sich auch reinschreiben kann. Aber was anderes zu tun, beim Östern ja keine Verbindung. Was? Verlängerungskabel. Das ist eigentlich auch ganz gut, können wir gebrauchen. Also, schadet nicht. So, ne, weißt schon. Würde sein, ich glaube, ich rück mir doch gleich die dann mal das Teil da an. Bei uns? Ja, weil der Sauerstoff gerade leer war. Dann brauchen wir aber Titanium. So, ich treibe mich mal raus und so, wo bin ich? Am anderen Ende des Planeten. Oh, Sackgasse. Dort ist doch nicht los. Ja, ein paar Notreserven mit. Wieder Stürme in der Nähe. Willst du nicht mal vorbeikommen? Weil ich ja sozusagen was gedacht habe, ich sterbe gleich. Ja, was ist denn schon vorbeikommst? Ich glaube, die Stürme machen, dass diese Forschungsstunden runterfallen anscheinend. Fallen wirklich zu dir runter? Ja, hier ist schon wieder eins runtergefallen. Das ist cool. Forschungsstunden fällt schon wieder runter. Okay. Der Höhlenabschnitt. Das ist nicht auch schön abschließbar. Das Gute ist, dank dem neuen Teil, was ich gebaut habe, haben wir jetzt ein Forschungsknödellager. Und ich kämpfe gegen den Sturm in der Höhle. Mich beeinflusst er gar nicht. So weit weg ist der. Weißt du, was das Komische ist? Die Höhle, der Höhleneingang liegt genau in der anderen Richtung wie der Sturm von unserer Basis aus. Also der Sturm ist rechts unserer Basis, der Höhleneingang links. Ich habe nichts vom Sturm, während du gegen den Sturm ankämpfen musst. Ich bin schon ein bisschen weiter entfernt von uns, oder wie? Ich würde mich nicht wundern, wenn du gleich aus dem anderen Höhleneingang, wo ich vorher war, rauskommst. Der ist nämlich mittlerweile viel näher an dir dran. Also enorm
viel näher. Nur wenn ich mal rausnehmen würde und ich immer sonst den Weg zurücklatschen würde. Mhm. Warte, ich muss ja fast hier weg noch vielleicht wieder zurücklatschen und die Verbindung jetzt wieder ausgehen. Da werde ich alle Verbindungen mitgenommen. Wenn man trotzdem hier oben gucken, was da oben so los ist. Von mal Ausgang. Ist ja gar nicht so groß. Was ja doch größer aus auf den Bildern als jetzt ist, ne? Nee, extra große Plattform. Ich hab gedacht, die wäre noch ein bisschen größer, aber das kann ich gar nicht ganz. Aber die haben wir ja auch noch gar nicht stehen. Die ist an sich nicht so groß, aber man kann halt eine Kumpel draus machen, deswegen ist sie wirklich später dann, ne? Weißt schon. Ja. Ich hab ein Arbeitslicht gefunden. Das ist schön, das habe ich auch. Also ich habe schon eins, also. Hast du eigentlich wieder Knödel für unser Lager? Ja, auch los, ich muss ja nur alles mal hier nach vorne bringen. Erstmal hier raus, komm hier. Das ist dann. Das wird echt hier in der Story mit der Höhle. Ich glaube, die Höhlen sind wirklich einfach endlos. Diese Höhlen hier. So, ich glaube mal zwei Forschungsknöpfe mal weiter mal hier nach vorne. Ups. So. Ja, aber uns hat sich schon ein bisschen was geändert. Ich glaube, das fällt dir auch auf. Vielleicht komme ich doch mal mehr hier an sich wieder in die Oberfläche. Es kommt mir so vor, als hättest du das schon mal gesagt. Ach so, ja, da würde ich sagen, beenden wir die Folge aber erst in der Basis, wenn wir die Sachen da haben, oder? Ja. Wenn wir eh eine längere Pause machen, wäre es ja blöd, wenn wir dann. Ja. So. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen an dieser Höhle zerren. Forschungs oder sowas. Ja. Flotte Dorit, was ich jetzt nicht habe, oder? Ne, jetzt nicht. Da hinten ist noch eine Schiebdüse. Ah, Schiebdüse, ah, Schiebdüse. Oh, hier liegt ja auch eine Schiebdüse. Das ist keine. Das ist keine Schiebdüse, das Nest drin hier. Na, das ist besser. Der Inventar gehabt. Hab ich jetzt einen Inventar? Schon wieder ein Satellit. Da ist sie, ich weiß schon längst nicht mehr, wie ich zu dir komme. Und ich hab Zeit mit diesem Inventar. Wenn ich jetzt in Verbindung folge, komme ich glaube ich bald ans Ende, oder? Nee. Was ist das Ende? Hilfe. Hilfe!
was ist hier schon alles an Verbindungsmarathon liegt, oder wie? Nee, erstens mal, dass es echt optimiert wurde, sonst wird es bei uns schon ruckeln wie Sau. Zweitens mal, weißt du? Ich glaube, das war die Richtung, wo die Leiche von mir nach lag. Oh, Dynamit. Ich hab noch 2 Minuten da. Nee, warum jetzt? Ich finde die Liste eigentlich relativ nutzlos. Ja, aber man kann damit Sachen in die Luft sprengen. Die Pilze aber leider nicht. Ja. Ja. Ja doch, Pflanzen. Kannst du damit sehr gut entfernen. Ja, noch ist es halt wirklich nutzlos. Vielleicht gibt es später Erste, die man erst so freisprengen muss, also die in so einem Stein sind, den man freisprengen muss oder sowas. Ich weiß noch nicht, ich hab's noch nie mit dem probiert und... Ja, es gibt ja schon sowas. Das ist ja an sich Härter oder Titanium. Ich hatte noch nie Diamit dann. Es gibt ja auch Astronium in diesem lilanen Zeug immer drin. Das kann man ja nicht abbauen, das lilane Zeugs. Dynamit, vielleicht. Astronium hat aber, glaube ich, immer noch keine Nutzen, oder? Ja, das Astronium an sich kann man ein bisschen was von abbauen, aber nur ein bisschen was, weil der größte Teil in dem lilanen Zeug ist, was man nicht abbauen kann, deswegen vielleicht. Das ist was entzündet. Ja. Hat's gehört. Das ist gut. Und nicht, dass ich zur Zeit mit dir gehört habe, was so da ist, wenn ihr bei mir teilweise auch der Fall ist. Nein, der. Also, man den eigentlich auch viel mithört. Und so. Ich hätte schon laufen. Ich hätte schon laufen, glaube ich. Bist du irgendwo unter mir? Hast du mich outhört oder wie? Nö. Aber wenn du das alles gehört hast, musst du irgendwo unter mir sein. Fährst du gerade? Ich sehe dich, Mann. Ich sehe dich. Bist du gerade gefahren? Bin ich gefahren? Ich bin hier oben. Ah. Ja, hi. Weiter vorne liegt es, die anderen Vorschussnudel. Das ist ja letztes Leben gerade. Ja, gleich 3. Geht ja noch. Und dann noch Watch Dogs, noch eine Stunde 20 hier aufnehmen. Ja. Wird dann eigentlich sozusagen noch alles so einrichten, dass die alle an sich zum Konvertieren fertig sind und dann alle noch Konvertieren durchlassen. Das klingt wunderbar. Und hochladen. Ja, wir müssen rechnen schon, wenn die vollen ja fast alle mindestens über die Level groß sind. Die andere ist eine Folge, ist 3,23 Level groß. 3 Level und 23, das ist ja. Oh. Hat ein bisschen Spaß am Hochladen. Da mal hin. Bist du etwa lila von der Farbe her dort? Was denn? Beim Tran bist du doch bei mir lila. Ja, du bist rot. Okay. Frag mich, wie das denn bei der dritten und vierten Person wäre. Wahrscheinlich grün und gelb. Sehr auch klar, dass du rot, dass ich rot bin, aber wenn du was trittst, ist es bei mir lila. Ja, bei mir blau. Ja, ich weiß, eigentlich ist es ja mit dir blau.
ich weiß zwar gar nicht mehr, wo steht jetzt nochmal in der Werbe, was steht jetzt eigentlich? Also, ah, wir sind da an sich, weil ich ja auch die Nebensachen auch mitnehmen will. Mhm. Aber das andere DLC weiß ich noch nicht, ob ich das eigentlich direkt im Anschluss auch mache. Weil an sich jetzt von den einen Typen ja auch noch einen Abteil, den man da auch spielen kann. Mhm. Aber ob ich den jetzt endlich auch schon mache von ihnen? Muss ich mal gucken. Ja, vielleicht auch mal später. Ich will jetzt nicht, dass ich den Anschluss auch direkt den mache. Weil auf ihn habe ich meistens nicht so viel Mod an sich. Halb halb mehr auf einen Mod gedrückt. Mhm. Und Notschutz soll ja auch noch in das Neue, glaube ich, kommen. Weil ja. Sehr viel Witze auf den beiden Kanälen jetzt gerade. Weil beide gerade eigentlich nur die unterschiedlichen Forschungslevel nach oben tragen. Ja, das ist. Wow. Das ist Spannung. GTA-mäßig. Ups. Du hast bei mir unten an deinem Rucksack noch sowas. So, das ist das Crafting-Ding. Bei dir, bei mir unten, also bei dir, bei mir unten dieses Koffer. Okay. Oh, ich, bei mir hast du das unten noch so. Schnitter wieder mal. Ist hier noch unten Schnitter-Time hier, oder was? Nein. Aber echt, die Höhlen sind echt dezent. Ich glaube, an sich hat es sich, glaube ich, ein bisschen verbessert, oder? Mit den Ressourcen, oder? Pff, ja, kann sein, ja. Ich glaube, früher mussten wir öfter mal richtig suchen nach Ressourcen. Hm. Ja. Da hat es dann, das hatten wir es eigentlich auch gemacht, dass sie alle Ressourcen aus der Erde hergestellt hatten. Weil es dann teilweise wirklich so war, dass wir nicht einfach in der Höhle gegangen sind und ein bisschen was geholt haben und nebenbei 50.000 Forschungsknödel gefunden haben, sondern da war es so, wir sind in der Höhle gegangen, hatten 50.000 Forschungsknödel und vielleicht mit ein bisschen Glück hatten wir mal was an Ressourcen und konnten uns dann vielleicht eine Sache herstellen. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Pech mit unserem Planeten, aber. Das hat einen Tag. Ich wollte mal gerade Witz hier. Keine Sorge, selbst wenn es nicht Tag wäre, würde der Truck es vielleicht schaffen. Gerade so. Dann hat er übertrieben. So. Das ist, glaube ich, auch ein sehr lustiges Projekt mit diesen Rennstrecken, die wir da vorhaben. Boah, ja, das wird wunderbar. Wenn wir die auch wirklich gut machen müssen. Wir müssen halt wirklich Rennstrecken machen müssen, weißt du? Ja, wo wir es ja schon mit Tennis meistens hatten, hatten wir das Block damit erreicht. Ja. Von einer Sorte. Das hat es nämlich wieder dabei. Na, hast du es größer gemacht, unsere Kraterplattform hier? Bisschen. Holy. Die sehen ja aus.
das habt ihr schon auf jeden Fall ein bisschen Rolls in die Sache jetzt hier. Warum ist hier so ein leerer Raum? Leerer Raum? Das hier, war das also leer an dieser Stelle, das meine ich schön. Ja. Irgendwie finde ich die C-Plattform am besten, weil man da halt was drauf bauen kann, was irgendwas herstellt. Und dann halt außen dran die ganzen Ressourcen, da wirklich sehr viel Platz. Ja, die sind eigentlich vor. Für Spitzer, das, ja. Und die hier werden dann vielleicht irgendwie später mal so als Akkuteile, weißt du, wo wir dann einen so einen Teil voll mit Batterien haben oder sowas. Für sowas wäre ich vielleicht mehr gut. Oder auch für Solarzellen. Oder auf Wind theoretisch, ja. Genau. Oder vielleicht auch für Lager an sich, aber das, die hier sind halt einfach gut zum Schmerzen. Ja, wohin damit, Malte? Ja, vor Lagersache. Da ist nicht mal ein abgelehntes Loch. Also ich da mal zerdrückt. Das ist jetzt die große Plattform. Jetzt nehmen wir eine große Plattform. Okay. Oder hätte ich vielleicht ein bisschen weiter wegplatziert von unserem Teil hier? Können wir ruhig machen. Mach einfach nochmal rechts weg. Einfach nochmal links lieber. Hier, nimm du mal. Dann mach ich so lang. Dann. Such dir mal aus, was wir die noch hier tun. Mal, hier ist ein bisschen was. Was ist. Was? Okay, wohin mal hier mit meiner Assistent? Nein, da. Ich hasse es. Nein. So, damit mal. Da ist noch eine andere davon drauf, das ist dir klar, ne? Ja. Das werden ja später noch Kuppellager, das ist auch. Also das Kuppellager oder was hast du jetzt da? Ja, das. Nee, aber das wird halt später an sich eigentlich. Ne? Also, oder also wir können auch. Zwei Fabriken drauf bauen, wenn du willst. Auf eins zumindest, aber als eins hätte ich jetzt als Kuppellager gedacht. Nee. Nein! Wo hat sich das schon gelöst? Boom. Crash. Au! So. Übrigens haben wir jetzt unsere Maschinen, mit der wir aus Dreck alles machen können. Also wir brauchen nur ein Titanium zu finden und Sauerstofftanks zu machen. Ja,
Plattform jetzt hier. Bisschen halt klein, dieses Teil. Was ist? Das Teil ist sehr klein. So, ja. Wir finden schon einen Platz dafür. So, vielleicht. Vorher war es ja echt nervig manchmal. Einmal verbaut, total am Arsch. Einmal da. Ne, die hier müssen nochmal an sich. Hallo. Die da drinnen noch ein bisschen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen bloß in Abstand. Das ist ein bisschen zu viel. So, ja. Vielleicht den Wagen mal wegparken. Nee, den Wagen. Hallo. Wahrscheinlich immer so auch schon. Ja, da muss man jetzt an sich mal, das hat glaube ich ja nur 88 der erste Stream von ihnen war ja nur 8 Stunden. Da war ja, hatte er ja den Content mehr schon am Ende gehabt, sozusagen. Angeschlossen, wird vom Wind weggeweht. Wäre ein bisschen seltsam. Wenn die wird vom Wind weggeweht wird. Das, was du ja schleppst, könnte ja von Wind weggeweht werden. Hat's ja in den kleinen Fabrikator in der Hand, oder? Das war Schmelz. Das hier in der Hand. Ich meine, eben gerade stand es ja in den kleinen Fabrikator, ja. Der wurde vom Wind weggeweht. Jetzt könnten wir vielleicht eher auch so machen.
Warte mal, die schleppe ich gleich auch nochmal hin. Lass hin. Wollen wir mal kurz kommen. Aber ich weiß, wir haben schon das volle Ende. Ja, egal. Gibt's halt einfach eine längere Folge. Pech gehabt. So. Ich fühl mich eher Pech. Ja, für mich auch. Ja, vor allem für dich Pech gehabt. Für mich ein bisschen, weil ich eigentlich pinnen will, aber ja, vor allem für dich. Ja, auch sparen, letzte Zeit alles Schuss, sondern nur. Ich komme nicht so gut klar wie er. Ja, ich bin nachtaktiv eigentlich, aber trotzdem wollte ich eigentlich pennen und dann will ich morgen ein bisschen früher auf, für sowas. Alter. Ich weiß, bei den neuen Plattformen sind schwer. Da habe ich sie wieder. Weißt du zufällig, wo es Harz gibt? Gerade nicht. Hm. Ich fahr mal nachsehen. So, Saft hat. Hoffentlich reicht es noch bis zum nächsten Tag. Das muss man ja mittlerweile letztendlich hoffen. Aber ich glaube schon. So, weil er kann ja weiterarbeiten. Ich schleppe ja gerade unsere Forschungsmodule woanders hin. Ja, hat ja Batterie. Oh, eine ganz schön große Harzquelle habe ich gefunden. Das hängt das ja gerade alleine von, von dieser Batterie ab. So, hier die. So. Und der eine Teil vom Truck ist sogar noch. Hat noch ein bisschen Energie. Das heißt, wenn es nicht Tag wird, komme ich nicht mehr zurück. Hoffentlich macht keiner die Sonne aus. Ding, hab schon nicht schon wieder! An sich ist der Bereich hier eh nur seine Energie bringen und mehr. So. Nee. Hallo, könnte ich dich mal wieder anvisieren? Ich hatte ein bisschen Energie dabei, damit kann ich den Truck aufladen. So. So, dich stelle ich auch mal um. Nein, wir dann andersrum. Bin dann schon die andersrum platziert. Wir müssen eigentlich auch noch mal bald Starboard aufnehmen, ne? Weil ich ja weg bin dann. Ja, du meinst heute. Morgen. Oder? Ah, erst mal. Ja, war mir gar nicht ganz sicher deswegen, ne? Ja, das hab ich gewusst, das ist sehr sicher schon. Ja, ja. Übrigens, lustige Sache nebenbei, ein Energieklumpen reicht, um den Truck mehr, aufzuladen und dann ist er nicht mal halb leer. Also der Energieklumpen ist noch fast da und der Truck ist schon wieder komplett aufgeladen davon gewesen. Das heißt, eigentlich ist die effizienteste Möglichkeit zur Energiespeicherung mittlerweile diese Energiepuppe, die man überall bekommt, so nebenbei. Oh, ich sehe, unsere Basis ist verschwunden. Ich muss halt die Teile einbinden. Hm. Okay, praktisch hat sie da rumgestellt, okay.
Ab ein bisschen hat's dabei. wo hast denn du den... Wo hast denn du den kleinen Drucker? Wo hast du das Ding, was hier stand? Das ist da hinten mit anderen Posten, das noch hinten. Ist ja einmal nicht da. Wird alles umgestellt. Ja, aber echt mal. Meine Verbindung hat sich da eingeschlichen. Hat's aktiviert. So. Hörst du vielleicht mein Handy? Ich schließe den Router wieder an. So. Eigentlich sieht man, das Teil ist in der Mitte, aber guck mal. Dann meine ich hier nur diese zwei Plattformen hier. Die zwei Plattformen sind unser Mittelpunkt durch. Mhm. Ja. Eigentlich nice. Ja. Die Verbindung liegt da auf dem Tisch. Die weiter. Das hier kann ich dann noch nicht zumachen, da ist noch was was drin. Ich hab mir überlegt, wir machen vielleicht noch eine Vorgangskammer. Die hat man so gemacht. Du hast ja seine Teile wegkriegen gerade. Yep. Aber ist hier hinten? Wo ist denn der? Ah, da ist es. Wir sind voll drin, ne? Nein, ich will jetzt nicht dagegen fahren. Diese große Plattform ist auch praktisch, dass wir das hier machen können, ne? Hm. Die restlichen freien Ports als Fahrzeugteile. Fahrt man für die Fahrzeuge hier. So, die Schmelze da drüben. So, ich glaube, wir sollten mal unsere kleinen Verbindungen wieder anders platzieren. Wie meinst du das? Unsere, die Verbindung meine ich, die unsere Arten und so Verbindungen. Okay, da ist einmal hier für die Seite Lithium. Schauen wir mal, dass ich Erz noch nicht im Moment habe. Naja, hier ist das. So.
Ja, und? Bisschen ungeräumt? Ja, bisschen ungeräumt. Oder auch schnell. Sehr. So. Das volle Bild. Ach, wir können, glaube ich, jetzt auch langsam mal. Ich wollte noch kurz warten, bis wir das große Lager gebaut haben. Das ist extrem große Lager, wenn ich gewollt hatte. Ja, das ist extra große Lager. Was du wohl höchstwahrscheinlich darf machen musst, oder wie? Okay, ist doch nicht hier. Hä? Beim Drucker wahrscheinlich. Anton. Nein. Der Drucker soll nicht bauen, hallo? Vielleicht müssen wir die Fahrzeugbuch dafür umdrehen, weißt du, dass ihr das auf das Teil draufdruckt. Zweimal Aluminium. Ja, ich habe ihn nicht. Da ist ein Tupf. Zweimal Aluminium, wir haben kein Aluminium hier. Willst du kurz holen gehen, wenn ich Gemisch hole, oder? Weil ist ja nur eins. Ah ne, hier ist ein. Hier sind eine Tupfe. Tupfe. Was hast du hier noch? Ja, ich bin mit dem kleinen Dings losgefahren. Alle? Warte mal, ja. Sieht ja keiner. Windet. Weißt du, wie ich es jetzt in der Sonne geschafft habe? Gar nicht schwer. Ich hatte ja Gemisch. Habe ich mir den kleinen Generator ausgebaut. Dann war das Problem auf einmal gelöst. Du hast keine Amazon-Lieferung. Jetzt noch einmal Gemisch, aber das kann ich wohl erst holen, wenn der Stream zu Ende ist, so wie das aussieht bis jetzt. Das Habitat ist ganz an der Seite. Ja. Die andere Seite sieht schön aus und es fehlt mir alles auf der einen Position da hinten. Solarpanel liefert keinen Strom.
dran. Und dann sehen wir den Tentenstrom. Okay. Also haben wir jetzt alles? Wohl schon. Dann ist ja gut. Dann. Die fast schon Stundenfolge hier. Ui. 42 Minuten gerade. Das wird Spaß beim Upload. Ja. Hast du da noch einen Ofen oder eben noch eine Schmelze? Wo denn? Ich meine, da, dass da noch so eine an sich in den Spontan hast. Oh nein, nein, das ist eine Plattform. Das wird ein Lager, das wird ein Lager. das hier, ach ja, das hier meinst du, so, ja. Da hinten, das ist eine große Plattform für den Ofen. Hier. Dafür nehmen wir wieder so eine, wie wir da hinten haben. Ja, können wir eigentlich, ja stimmt, können wir eigentlich machen. Das ist jetzt hier mit. Er hat schon einen mich verhauen. Nämlich. Mhm. Einen mich doch verhauen und noch nichts sehen wird. Du meinst, bei der großen Plattform? Ja. Ja. Der ist schon ganz schön weit. Ich sehe nichts. Siehst du dafür das Teil, was ein neuer Ofen wird? Das hab ich schon gesehen. Das ist eh nicht so weit, oder? Nö, jetzt müssen wir nur noch an die richtige Position stellen, weil so wird das wahrscheinlich hier nicht stehen bleiben. Warte mal, ich glaube hier drin ist, oder? Wieso? Oder meinst du vielleicht, dass man hier hinter noch so eine stellen? Machen, ja. Wir machen erstmal dahin. Erstmal. Ich kann den umstellen. Ja, das sind ein paar Lagerplätze, die wir dann gleich haben. Ja, einfach hier in Deckung bei den Forschungszellen. Oh, oh. Cool. Wenn es noch zu deinem Auto laufen könnte. Ah, jetzt ist es fertig. Großes Lager. Alter, die sind sogar am Mainboard. Da ist gerade einer an mir vorbeigeflogen, wir sind wieder zurückgerollt. Das meine ich ja. Ich hab Videobeweise. Oh nee. Ja, ich hab in die Bude geschafft. Jetzt sind die alleine auf Discord nur noch online.
keiner mehr online, wenn das wird. Ja, wir haben ja nur 23. Und jetzt dann noch ein Brett draufnehmen. Glück, das mal eine Antenne, eine 2. Na gut, bald vielleicht 3. Aber ja, es geht ja auch noch. Ich habe gerade 4 Projekte an einem Tag aufgenommen. Nein. Ist auch nett. Sonst das halt nur zum Aufladen stehen. Na guck mal, was sagst du zu dem neuen Lager? Das ist doch eigentlich. Mhm. Vor allem dafür, dass wir es eigentlich dafür benutzen, um alle anderen Plattformen da zu verbinden. Eigentlich ist es wirklich mega praktisch. Wir können alle Plattformen damit verbinden und gleichzeitig ein mega Lager drauf bauen. Oder halt. Platz für die Wagen. Ja. Weil hier die 2 Plätze und nur 2 Plätze. Ja. Fahrplatzplätze. Warmen. Trill die Karre. Aua. Tiefsten Weg. So. Oh, wir haben schon 3000 Bytes wieder. Oh. Vielleicht dann über 6000, dann haben wir den großen. Ja. Ich wollte mal kurz nochmal 2 Gemisch holen mit der Truckkette hier. Falls die Truckkette überhaupt so weit kommt. Was ich anzweifle. Ja, zurück komme ich nicht mehr. Alte hinten ist halt das schade, dass man da jetzt nicht mehr dran machen kann an das schwarze Hotel. Ja, das ist. Das Solarpanel liefert unser Teller immer noch keine Energie mehr. Aber jetzt scheitert das steigt ja nicht in die Sonne natürlich wieder. Nehmen wir ein Teller von Batterie und diese gar nicht ein bisschen. Ja. Die Pulle nicht, die mehr davon alles wieder mindern. Was sind denn eigentlich deine Gemischquellen? Wo du immer deine Gemische herholst? Ich sehe mich gerade dazu, weil ich schon das ist das eine da. Ich finde hier glaube ich auch gleich aber noch was. Jetzt wo ich wieder weiterfahren kann, ist halt. So. Dann eine Sache will ich noch mal kurz gucken. Deiner Rover. Wie läuft's mit dem mit seiner Energie? Dafür bräuchten wir auch als 2 Gemisch. Mach das nächste Forschungsteil ist fertig. Oh. Wir haben keine mehr. Das weg ist, das haben wir keine mehr hier oben. Oh. Aber vielleicht kann ich da helfen. Ich habe hier gerade einen Trümmerteil gefunden, da wollte ich mal kurz. Vielleicht eine Elektronik aus. Eben. Eben, vielleicht finde ich was Gutes. 532 BM. So, die Stunde Folge. Die aktuelle Weizenzahl ist noch nicht bekannt, wie groß die Folge ist. Erst wenn die Folge zu Ende ist, dass sie 7 könnte. Weil die letzte Folge war 3 Gigabyte 23. 3 Gigabyte groß. Mal gespannt, wie groß die hier ist.
kann ich ja noch blank in seine Stelle oder so und noch voll aufnehmen. Nummer 4. Und was? Noch die Kontstadtsvollen aufnehmen. 3 Uhr 26. Ja. Ich glaube, der Tod wird die Nacht durchgemacht. Ja. Und jetzt noch schlafen, dir. In welcher Zeit warst du dann auf? 20 Uhr. Kann sein. Oder 16 Uhr. Ja, das Gute ist, ich habe Gemisch gefunden und bin dann so in Richtung Heimat unterwegs. Ja, wir müssen den Leuten ja was zeigen. Nicht, dass wir nicht schon genug gezeigt hätten, aber... Ich glaube, das ist jetzt noch eine Sache mit den Namen, Sache hier. Oh, ja, das ist halt das Schwere, ne? Hier kann man nicht gut Namen machen, weil hier nichts. Ich meine, an sich hatte ich Namen für die Ästen, für die ja Mordesdieb voll nicht rausgenommen habe und dann so, scheiße, wir nochmal alle voll neu ranhauen und dann so, wie waren denn nochmal die Namen? Ist auch egal, hau ich sie ohne Namen raus. Kann man theoretisch eigentlich machen, das Play erst Turnier. Sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 und so weiter. Die erste Folge könnte man vielleicht sagen, der Anfang von etwas Großem. Bei der Folge würde ich sagen. Das ist eigentlich schwer. Bei der Folge würde ich sagen, Innovation bis zum geht nicht mehr oder sowas. Keine Ahnung. Nö, ich glaube, das ist halt schon, was ich an sich manchmal von der meisten sind, die von den Thumbnail abhängig. Wenigstens reden wir gerne ein bisschen was. Und wo bist du eigentlich gerade? Ach hi. Guck mal. Warte mal. Ja, bla. Ja. Der hat gar keine Energie. Kein Anschluss, dein Solarpanel. Ja. Dein kleines Mal ist ja gut. Auf der anderen Seite. Seit dann haben sie dir. Hä, hey, warum ist da eins? Bei mir ist hier, so hier in der Nähezeile. Hä? Bei mir nicht, bei mir ist hier hinten. Ja, ich weiß. Bei mir hängt da eins gerade. Die hängt da selber drauf. Guck mal, der hat unendlich Energie. Fahren wir ein bisschen weiter. Okay, fahr ich ein bisschen weiter. Die Solarzelle ist nicht mehr dran, das ist dir schon klar, ne? Weiß. Ah, du verbrauchst dich ganz, ganz langsam. Ich sehe die Anzeige von dir immer noch hier rumhängen. So, also, guck mal, wie wenig du jetzt verbraucht hast. Der hat die längste Batterie von allen. Ja, ich sehe die Anzeige. Aber wenn du nicht in der Nähe von mir bist, ich habe hier diese Anzeige. Irgendwie. Ich hab hier deine Energieanzeige. Hier bei mir. Genau, bleib da hier. Da hast du ab mit denen deine Energieanzeige. Okay. Ich tue jetzt gerade genau drauf an sich mit meinem S-Turnier. Hat sich gerade voll ins Auge. Ich glaube, wir kommen vielleicht mal oder langsam Ende? Zum Ende. Ja, ich mach noch kurz die Windturbine und mach die hier dran, dann können wir auf jeden Fall. Ja. So, guck, jetzt hat das Teil nämlich alles, was es braucht. Das ist aber so ein kleiner Wurf. Niedlich. Ja. Aber platzieren jetzt mal hier mal so zum Abschluss, glaube ich, hier. Jetzt haben wir eine Aufnahmesession. Guck mal, vielleicht mal so neben mich, dann haben wir vielleicht auch schon ein gutes Thumbnail, oder? So. Und,
Tschüss, Leute, ne? Bis zum nächsten Mal.